Ich bin bei Ventura. Bei Ventura gibt es das neue Sondermodell Cargo Line, sehr gut ausgestattet auf Peugeot oder Fiat. Ohne Citroën, keinerlei Citroën-Fahrzeuge als Basis zu haben, sondern ja, Citroën wurde hier halt durch Peugeot ersetzt. Ich schaue mir jetzt mal den 600L an. Der 600L kommt auch mit einer Dieselheizung, somit kommt mir das Bauteil hier sehr bekannt vor. Wenn ich mir den Platz richtig anschaue, dann gibt es da Platz für eine Gasflasche. Die zweite bleibt dann wohl zu Hause. Interessante Befestigung des Bettes. Wir sehen hier mittig hinten einen Pfosten, der hier oben das Bett stabilisiert. Das ist natürlich eine andere Vorgehensweise, als sonst hier immer Querstreben reinzubauen. Allerdings kann so ein Pfosten auch gerne mal etwas im Weg stehen. Hinten rechts der Servicezugang zum Wassertank. Da kommt man auch schön an den Drehknopf dran, wo man das Wasser ablässt. Schön gelöst. Geschuldet der Länge ist die Küche natürlich jetzt nicht die größte. Wir haben hier zwei Rollkästen, die etwas Gegenstände aufnehmen können. Einen recht schmalen Kochbereich. Waschbecken ist dabei. Hier kann man natürlich noch ein bisschen verlängern. Aber insgesamt vom Stauraum her ist das natürlich limitiert. Da sollte man sich überlegen, was man genau mitnehmen will. Für zwei Personen, denke ich, kriegt man das hin. Mit mehreren Personen wird das dann doch schon ein bisschen kritisch. Wie schon die Spüle ist auch der Kühlschrank relativ übersichtlich. Für zwei Personen ja, für mehr schwierig. Ich glaube, ich entwickle langsam ein Faible für Badezimmertüren. Da gucke ich mal ganz genau drauf, wie die gebaut sind. Und die hier ist mal richtig schön. Ordentliche Klinke, da fühlt man sich schon fast wie zu Hause. Runterdrücken, öffnen, da klappert nichts. Das ist massiv schon fast. Magnetisch wird die auch wieder angezogen, also man braucht beim Schließen nicht mehr die Klinke runterdrücken. Das verhebt gut, also das ist eine richtig coole Badezimmertürlösung. Sehr gut. Wenn man die Tür dann allerdings aufmacht, muss man aufpassen, dass man sie sich hier nicht kaputt schlägt. Da sollte man sich dann noch einen Stopper hinmachen, sonst ist die schöne Tür irgendwann zerbeult. Also ich glaube, wenn ich hier im Badezimmer bin, dann ist das Badezimmer voll belegt. Viel Platz ist nicht. Man kann hier duschen, es gibt Duschvorhang. Viel Platz zum Drehen ist nicht. Das Waschbecken ist übersichtlich groß. Aber es gibt alles, was man braucht. Sogar die Türhaken hier sind schon befestigt. Man sollte nicht zu groß und nicht zu korpulent sein, dann geht das. Hinter dem Spiegelschrank verbirgt sich Stauraum. Das ist schon mal ganz geschickt. Wichtig ist für mich auch immer, dass bei der ganzen Geschichte im Badezimmer irgendwo ein Fenster ist. Hier ist es jetzt an der Wand. Ein Dachfenster gibt es nicht. Im hinteren Bereich gibt es genug Stauraum. Die Kästen oben sind sogar zweistöckig vom Schlafbereich, Längsbetten. Man sollte jetzt nicht über 1,90 m sein, dann wird es, glaube ich, irgendwann ziemlich eng. Aber so die Standardgröße eines Menschen passt hier gut rein. Der 600L gefällt mir relativ gut vom Innendesign. Die Dinette ist schön groß. Was kritisch ist für den einen oder anderen, ist vielleicht das doch recht schmale Bad. Wenig Stauraum in der Küche. Dafür kriegt man aber ein kompaktes Fahrzeug auf 6 Metern Länge. Mit einer wirklich guten Ausstattung. Eine Dieselheizung ist dabei, Alus sind dabei. Also man kann hier einsteigen, losfahren. Klar, will man noch Solar oder sonstiges Zeug, das muss noch dran. Aber grundsätzlich in der Basisausstattung ist das Ding so gut ausgestattet, dass die Optionenliste beiseite gelegt werden kann, unterschreiben und losfahren. Naja, die Lieferzeit wird wahrscheinlich noch etwas länger sein.
Auch das Design gefällt mir sehr gut. Die hellen Farben, das helle Holz, das Weiß hier der Kästen. Sehr stimmig. Die Sitze jetzt mit dem weiß-schwarzen Karo-Muster, das ist sowieso Geschmackssache. Ist natürlich empfindlich in heller Ausführung. Ey, aber sonst, designtechnisch haben sie es schön gemacht hier.